Hallihallo Leute und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Songbird Symphony. In der letzten Folge sind wir hier bei den Kookaburras. Kookaburra. Lang gegangen, haben mit denen gesungen und haben herausgefunden, dass die Leute hier den Langbein auslachen, so wie die den nennen. Und jetzt sollen wir zurück zum Langbein, hier ist noch ein Rätsel oder so. Und die mitteilen, dass die ihn gar nicht auslachen, sondern nur lachen, weil die immer lachen. Egal, ob die Angst haben oder was auch immer bei denen abgeht. So, Eckbert. Achso, ist egal. La 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 la. Easy peasy. Noch eine Note. Nummer 3 von 4. Läuft richtig. Ich glaube, hier ging es nur wieder zur... Ach, da kann man gar nicht hoch. Okay, ich dachte, da geht zur Party, aber nope. Was haben wir denn hier? Hui, hui, hui. Ja, ich mag dieses Partygebiet hier richtig. La la. Ich glaube, das ist nur eine Abkürzung hier, oder? Oder gibt es hier noch was? Ich glaube, hier ist... Hey, what? Oh, die sind angekettet. Da, 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 da. Krass. Neue Mechanics hier. Mechanics. Die kriegen wir doch bestimmt unser Ticket noch, oder? Hallo, hast du ein Ticket für mich? Oh, du siehst viel zu jung für einen Ort wie diesen aus, Kleiner. Aber das ist okay, irgendwann muss man ja mal anfangen. Warum feierst du nicht mit? Gib mir mein Ticket. Genau, das war auch noch in der letzten Folge so ein Anliegen. Wir brauchen nämlich irgend so ein Ticket hier. Ist der krasse Boss von der Party. Guck mal, noch ein kleiner Kikerikaiser. Die sehen witzig aus. Hallo, was willst du? Ich will ein Ticket, hallo. So, so, sieh mal an, wer da in unserer kleinen Ecke im Wald gestolpert ist. Hast du dich verlaufen, Kleiner? Ich denke schon. Nun, du läufst besser gleich weiter, wenn du weißt, was gut für dich ist. Verstehst, was ich meine? Außer natürlich, du hast ein bisschen Vogelfutter dabei. Hab ich nicht. Aber ich habe diese Feder. Warte mal, wo hast du die? Ich habe sie gefunden. In der Nähe. Gefunden, was? Nun, für so eine einzelne Feder hat der Boss keine Verwendung. Du kannst sie behalten. Wenn du aber kein Vogelfutter hast, dann solltest du auch nicht hier sein. Hau ab! Und erzähl niemandem, wo du uns gefunden hast. Okay, tschüss. Immer dieses okay, tschüss. Oh, haben wir eine neue Feder bekommen? Ach, das ist die Bossfeder. Achso, das war nicht diese mexikanische Feder. Alles klärchen. Das war die kurze, kleine Feder. Die schüchtert einen ein, aber irgendwie trotzdem ganz schön ist. Rede nie in seiner Gegenwart über seine Größe, sonst könntest du bald bei den Fischen schlafen. Wie er das ausdrückt. Das ist ja der Mafia-Boss, Leute. Ich dachte, der gibt mir jetzt ein Ticket. Kann man den nicht irgendwie... erpressen, dass er mir jetzt ein Ticket geben muss, weil ich ihn sonst verpetze. Dann gehen wir mal back zu Langbein. Der weint hier schon vor sich hin. Hey Langbein, nicht weinen. Hey Langbein, ich weiß jetzt, wer es ist. Cassie, bin wieder da. Oh, oh, da bist du ja, du Burb. Entschuldige mal wieder. Kein Problem, Cassie. Es sind die Kookaburras. Die wer? Das sind deine mysteriösen Besucher. Ich habe sie gefunden. Hast du, oh nein. Sind sie gruselig? Bist du in Ordnung? Mir geht's gut, das ist alles ein Missverständnis. Sie haben dich nicht ausgelacht. Sie kamen nur herunter, weil sie sich um dich Sorgen gemacht haben. Haben sie? Das ist aber nett von ihnen. Aber warum lachen sie dann? So reagieren sie einfach auf die meisten Dinge. Sie haben dich nicht ausgelacht. Deine Größe hat sie nur eingeschüchtert. Aber sie haben versprochen, dass sie dich mit ihren Lachen nicht mehr belästigen werden. Oh, Burb, danke, vielen, vielen Dank. Ich habe mich schon ewig nicht mehr so glücklich und alleine gefühlt. So, und jetzt bringen wir die B-Note bei. Oh ja, das sieht gut aus. B-Note bitte. Please, I want the B-Note. Give me the B-Note. Er kann losgehen. I'm ready. Mein Gefieder ist ready. Mein Leben wurde etwas heller. Mein Herz, das pumpt jetzt etwas schneller. Ich bin heute so froh, dass ich dich traf. Glaubte, bei mir wär alles gut. Bei ihr zu sitzen war jeder Glut. Das war schnell vorbei, als ich dich traf. Jetzt wird alles gut. Ich bin jetzt hier an deiner Seite. Alles wird gut mit mir dann. Keine Angst, ich bin ja da.
Lass uns Freunde sein, damit wir gut sind. Ohne Witz. Keiner lacht dich mehr aus. Der ist zu langsam. Dein Lied ist zu langsam, ich komm damit nicht so wirklich klar. Aber ich muss jetzt dadurch, denn ist so lang her, dass ich so sprach, kann nun endlich wieder lachen nach. Ich wusste nicht, dass das so gut tut. Dank dir hab ich wieder Mut. Dass die Noten auch so weggehen. Ich hab dich sehr gern, lass Freunde sein. Dein Lied ist schon sehr melancholisch, ich raff nicht, was ich tun muss. Der ist so langsam vor. Ich hasse sein Lied jetzt, ohne Witz. Dein Lied geht viel zu lange hier. Ich hab nur so getan, als wenn ich dich mögen würde. Ich will nur deine Note. Und jetzt bist du hinter What? Es hatte nichts, saß nur herum, melde mich traurig, nur und dumm. Ist jetzt da, ist mehr und alles wird gut. Ja, kannst du voll vergessen, ey, das ist super schwer. Und die Note B. Ja, diese Note macht dir ein bisschen Gänsehaut, aber Angst ist ja was Normales, oder? Ab und zu ist es gar nicht so schlecht, jemanden zum Reden zu haben. Hier, Burp, habe ich etwas für dich. Was denn? Du hast mir doch, aua, ey, du hast mir doch schon die Note B gegeben. Ein Apfel. So komme ich hier unten an mein Futter. Nimm so viel, wie du willst. Diesmal habe ich besonders hart gehauen. Und ich habe eine neue Note gelernt. Ich muss das gleich der Eule erzählen und bald schon finde ich meine Eltern, hoffe ich. Oh Burp, es tut mir leid. Du hast deine eigenen Probleme, aber du hilfst anderen so bereitwillig. Ich wünschte, ich könnte auch dir helfen, aber ich kann dir nur das Beste wünschen. Ist in Ordnung, Cassie. Du bist mein Freund. Ich brauche keinen Grund, um dir zu helfen. Stimmt doch, Egbert. Oh, ihr beide seid so süß. Oh, einmal umarmen. Wenn ihr zur Eule zurück wollt, solltet ihr vielleicht den Aufwind da hinten nehmen. Ich habe wohl ein Loch geöffnet, das den Aufwind verstärkt hat, als ich die Äpfel beschafft habe. Adieu und besucht mich mal hin und da, aber vielleicht nicht so bald. Für heute hatte ich genug Sozialkontakt. Oder sogar für die ganze Woche. Haha, tschüss, Cassie. Echt so, wer braucht schon soziale Kontakte? Ich fühle mit Cassie mit. Die zweite Rückkehr. Ich habe eine Note von Cassie. Zeit zur Eule zurückzukehren. Ja, send me to your people. Ab zur Eule. Hier soll jetzt ein Loch frei sein. Hui! Das ist halt super schwer, dieses Lied, weil die Noten immer weg sind. Richtig, richtig komisch. Oh nein, nicht die Elster schon wieder. Was wollt ihr denn schon wieder? Wieso lebt der eine überhaupt noch? Ich hab den doch vernichtet. Da ist wieder der komische Mafia-Boss. Überall sind hier Mafia-Bosse. Hört auf, geht weg, ihr seid doch doof. Bis hier nicht weiter. Oh, ihr Vögel schon wieder. Was wollt ihr diesmal? Seid ihr hier, um mich aufzuhalten? Ja. Nun, ihr könnt mich nicht aufhalten. Du sagst nicht viel, was? An mir kommst du nicht vorbei. Das ist wieder so ein Villain-Song. Oh, ey. Song nach Song nach Song. Oh nein, er macht den Fussel-Dance da. Wie heißt der? Floss-Dance. Macht einfach den Floss-Dance. Das geht denn bei ihm ab. Oh, kleiner Bär, solange du kannst, geh
nach Hause geh, kommst nicht vorbei, kommst an mir hier nicht vorbei, solang ich hier steh. Das wollen wir doch mal sehen. Ich mach dich fertig, du Fettsack. Wieso tanzt du überhaupt, wenn du so fett bist? Blödkopf. Ihr schon wieder, lasst mich doch durch, Mann. Deinen Freund hab ich es schon gezeigt dir. Aber gerne mach ich auch dich fertig. Mit der Macht der B-Note mach ich dich ganz leicht fertig. Denn B ist super krass. Super krass. Mega krass. Ultra krass, ja mega krass. Jetzt lass mich durch. Scheiße. Ich muss hier durch. Ich will da durch. Yeah. Und du lässt mich jetzt durch. Ein bisschen ähnlich wie der erste Villain-Song, muss ich sagen. Ich fand den Bärchen du da, aber ganz schön lange Pausen. Auf den Floss-Dance machen. Warum nur mühst du dich so ab? Dreh einfach um und geh. Glaubst du denn, dein Mut bringt dich voran? Vielleicht tut er's, vielleicht auch nicht, aber ganz sicher nicht heute. Wollen wir doch mal sehen. Fertig, denn du kannst nichts. Ich mach dich so kalt und dann fress ich dich auf. Ich fress dich auf, denn du bist voll dick und dicke Sachen schmecken bestimmt voll gut, yeah. Dick, 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 bum, dick, bum, dick, yeah, bum. Mic drop, mic drop, mic drop, ich mach dich fertig, Freestyle, yeah! Wow, wow, yeah, yeah, ah, tschakatschu, pow, pow! Ha! Tja, was machst du jetzt mit deinen roten Augen? Wieso stehen die eigentlich hinter mir? Sind die auf der rechten Seite in meinem Team? Gewinne ich? Hab ich gewonnen? Hallo? Ist weit genug, kleiner Burp, sei doch klug, du strapierst meine Geduld, mach endlich den Abflug. Der Spaß ist vorbei, kleines Huhn. Was kannst du denn, du knirps, kleines Huhn, schon tun? Siehst du doch, ich hab deine Augen rot gemacht. Kannst du nichts mehr sehen mit deinen roten Augen. Blut unterlaufen. Ohne Schnaufen. Ah nein, schon wieder dieses Komische. Jetzt geh doch weg, du knirps. Deine roten Augen sehen nicht sehr gesund aus. Geh am besten mal zum Arzt, Mann. Ich will euch doch gar nichts tun, yeah, aber ihr seid so aufdringlich. Ey, du Mafia-Boss, komm runter und erledige dich doch so. Das hat überhaupt keinen Sinn ergeben. Das macht gar keinen Sinn, was ich dir erzähl, aber ich muss singen. Wann ist dieses Lied endlich vorbei, denn ich hab keine Konzentration mehr. Das sind ganz schön viele Bs und jetzt kommen ein paar Links und Ums. Hier wird alles lila. Lass mich doch jetzt mal durch, Alter. Da, 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 boop, boop, babab. Jetzt ist genug, freche Vögel wie dir sollte man eine Lektion erteilen, genau hier. Das hier ist keine Fabel, steck deinen kleinen Schnabel nirgends rein, was du gar nicht verstehst.
Nur weil ich klein bin, heißt das nicht, dass ich meinen Schnabel nirgendwo reinstecken darf, ja? Hast du gar nichts zu erzählen. Ich steck meinen Schnabel rein, wo ich will. Wer bist du, mir zu verbieten, was ich tun darf? Du hattest bestimmt noch nirgends einen Schnabel drin. Du bist viel zu dick in deinem Leben, um deinen Schnabel zu haben. Eckbert traut sich schon gar nicht aus seinem Ei. Er ist nur am Zittern, das ist doch doof. Eckbert, alles wird gut hier werden. Ich mach die jetzt fertig und dann gehen sie weg und wir sind wieder frei und sind toll. Ja, gewonnen. Ich bin der Allergeilste. Tja, jetzt explodierst du wohl. Das tut mir leid. Ist der andere nicht auch so weggeflogen? Wieso ist er eigentlich wieder da? Das macht alles überhaupt keinen Sinn hier. Ja, war ziemlich ähnlich wie das erste Villain-Lied, muss ich sagen. Und wieder nur ein A. Krieg überall nur ein A hin. Und tschüss. Oh, erzählst du was? Die fliegen auf seine Seite. Jetzt erzählt er garantiert was. Los, sag was. Nö, er fliegt einfach weg. Alles klar. Nicht sehr gesprächig, du kleiner Mafia-Boss, hä? Oh, ich hab's geschafft. Auf, Eckbert. Die Eule wartet. Mach ich nicht nochmal. Mach ich vielleicht am Ende nochmal, dass ich die alle auf S hab. So, Balkon der Eule. Ups, ich muss natürlich zur Haus der Eule. Hallo, Euli Schmäuli. Bist du zu Hause? Ich hab Eckbert dabei. Ich bin zurück. Jetzt hast du mich aber überrascht. Entschuldige, alles in Ordnung. Ich habe an dem Artefakt hier rumgebastelt, um es zu stimmen und bereit für die nächste Note zu machen. Die Kraft, die vor dem Widerhall, die ist anregend. Wie der guckt. Aber es braucht mehr. Oh, wer begleitet dich da? Oh, das ist Eckbert. Er ist mir aus dem Galluspalast gefolgt. Er hat mir geholfen. Er ist ein wirklich guter Freund. Das ist edel von dir, Eckbert, aber auch interessant. Huhu! Ich habe noch nie ein Hühnerei wie dieses gesehen. Ja, im Palast wurde zunächst gepiesackt. Aber weil wir halfen, den Thron anzufertigen, weiß jetzt jeder, wie mutig er ist. Stimmt's, Eckbert? Und doch ist er noch nicht geschlüpft. Das ist faszinierend. Oh, und ich habe wieder diese Elstern getroffen. Sie hatten einen gruseligen Vogel dabei, der eine Maske trug. Er hatte einen ziemlich langen Schwanz. Sah so aus, als würde sie seinen Befehlen folgen. Langer Schwanz? Diese Elstern befolgen seine Befehle? Nein. Ist das der Singvogel? Aber das ist unmöglich. Ich dachte, die wären alle weg. Burp! Halte dich fern von ihnen! Sie sind verdorben, schlimmer noch als die Elstern. Sie sind die einzigen, die je die Macht der Noten gemeistert haben. Aber diese elenden Singvögel, sie missbrauchen diese Macht, um zu tun, was sie wollen. Da sie nun zurück sind, ist es noch wichtiger, dass wir den Artefakten wieder Macht verleihen. Nun, Burp, das Artefakt wartet. Oh, okay, hier, bitteschön. B, 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 B. Ja, diese Energie. So viel größer, als ich je gedacht hatte. Und was? Und wir haben schon... Und wir haben schon über die Hälfte geschafft. Burp, du hinreißendes kleines Genie. Gemeinsam kann sich uns nichts in den Weg stellen. Nicht die Elstern, nicht mal diese elenden Singvögel. Yippie. Das heißt, dass wir meine Eltern bald suchen können. Natürlich. Meint ihr, die Eule ist böse, Leute? Meint ihr, die ist böse? Und dann wird im Wald wieder alles in seine Ordnung haben. Aber zur nächsten Note. Zu den Pinguinen. Geh zurück in die Höhle. Bla, bla, bla. Okay, ja, alles klar. Tschüss, Eule. Wir gehen zu den Pinguinen. Bye, bye. Auf zur fünften Note. Die Eule meinte, dass die nächste Note bei den Pinguinen ist. Sie lassen sich am Strand finden. Okay, da okay. Dann gehen wir also das nächste Mal an den Strand, den man von hier nicht findet. Okay. Ja, dann würde ich mal sagen, was ist das mit dieser Folge? Zwei Lieder, eine neue Note. Ja, eine neue Note. Vielen Dank fürs Zuschauen, Leute. Wenn euch der Podcast gefallen hat, lasst einen Like da. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.